Liebe Freunde, willkommen zu einer Spezialfolge. Wir werden uns hier einmal den Flood Manager anschauen. Den findet ihr hier. Entweder über F10 oder halt über das Menü. So, und der ist relativ mächtig und bietet nützliche Funktionen. Einmal sehen wir hier unsere Flotten aufgelistet. Dann sehen wir unten, aus welchen Schiffen sie bestehen. Und die Heimatbasis ist hier angezeigt. Da oben sehen wir auch noch den Admiral mit den entsprechenden Stufen, den entsprechenden Trades und Lebenspunkte, Panzerung. Schilde werden hier angezeigt. Wir haben auch Informationen darüber, wie groß die Flotte insgesamt ist, also aktuell ist, und wie groß sie sein soll laut dieser Vorlage. Ja, jetzt heißt es hier zum Beispiel, diese Flotte soll bestehen aus 25 Korvetten, 32 Zerstörern und 3 Kreuzern. Und man kann das jetzt auch runterschrauben. Schaut mal hier oben parallel auf die Zahlen. Ja, und dann geht das Befehlslimit, das Ziel der Flottengröße geht dann halt runter auf 93. Wenn wir hier die Zerstörer runterschrauben auf die aktuelle Anzahl. Dann geht es halt runter auf 73. Das heißt, die Flotte ist genauso groß, wie sie sein soll. Und wenn man sie, wenn man zum Beispiel möchte, dass hier weitere Kreuzer dazukommen, dann können wir hier sagen, okay, 3 von 6. Und jetzt können wir sagen, Flotte verstärken. Und dann wird sich die nächstgelegene Werft darum kümmern, entsprechende Schiffe zu bauen. Und die werden sich dann auch automatisch der ersten Flotte anschließen. So, teilweise wird es dann auch aufgesplittet auf mehrere Stationen, aber das ja, ist halt eine gewisse Intelligenz hinterlegt. Die Rotor-Station ist halt aktuell am nächsten gelegen und Deneb ist ein bisschen weiter weg. Man kann auch weitere Designs zu der Flotte hinzufügen. Jetzt hier sieht man es schlecht, aber wenn wir jetzt zum Beispiel hier sagen würden, da sind jetzt auch schon Kreuzer drin. Hier sind noch keine Kreuzer dabei. Da können wir jetzt sagen, okay, da sollen Kreuzer mit in die Flotte aufgenommen werden. Einfach hier rüber dann hinzufügen und dann können wir hier auch diese Flotte verstärken. Wir können, wenn wir das alles schön eingestellt haben, vielleicht leichte Verluste erlitten haben, dann können wir oben einmal auf diese Schaltfläche klicken und dann alle Flotten verstärken. Sollte man aber natürlich mit Vorsicht genießen, vor allem wenn die Zahlen in den Klammern viel größer sind als die vorne angegeben. Dann kann das sehr kostspielig werden. So, jetzt haben wir hier halt einen fehlenden Zerstörer, der wird dann auch direkt gebaut. Hier wird dann auch nachproduziert. Und hier hat mir sowieso schon gesagt, da soll verstärkt werden. Ja, wir können hier oben auch noch sagen, anhalten, aktuelle Befehle nicht mehr ausführen. Wir können sagen, zurück, dann fliegt die Flotte zu ihrer Heimatbasis. Und das ist auch eine nette Information, nämlich aktuell sind wir im Krieg. Und die erste Flotte hat die Eigenschaft, dass sie sich verbündete Flotten sollen ihr folgen. Wenn man das nicht möchte, da kann man hier das entsprechend deaktivieren und dann können die Verbündeten, sind sie frei in ihrer Entscheidung, wo sie hinfliegen. Okay, gut, das als kurzer Überblick zum Flottenmanager und dann geht es beim nächsten Mal mit einer normalen Folge weiter. Macht's gut, bis zum nächsten Video. Bye, bye.